Also wir sind genossenschaftlich organisiert im Eigentum der österreichischen Tageszeitungen und des ORF. Und wir verdienen unser Geld und machen unsere Umsätze damit, dass wir zum einen sozusagen klassisches Agenturmaterial verkaufen mit allen möglichen neuen multimedialen Formaten, die es dazu gibt, also von Text, Bild, Video, Grafik für Online, Live-Video, aber auch neuen Formaten wie Automated Content. Und die APA ist aber mehr als nur eine Nachrichtenagentur und ist in zahlreichen weiteren Geschäftsfeldern aktiv. Wir bieten der Kommunikations- und PR-Branche mit OTS eine Plattform zur Verbreitung von Informationen, Aussendungen. Wir sind Österreichs größter Medienbeobachter mit unserer De facto. Da bieten wir auch Mediendatenbanken an, Austria-Kiosk zum Beispiel. Und wir sind auch recht aktiv im Bereich IT-Lösungen, wo wir von Redaktionssystemen bis Server-Housing, Server-Hosting, alle möglichen Content-Management-Systeme, alle möglichen Dienstleistungen anbieten. Und diese Bandbreite macht es aus, dass wir wirtschaftlich recht erfolgreich sind und agieren können und uns das letztlich dann auch unsere redaktionelle Unabhängigkeit sichert und stärkt. Das wird durch uns alle in der Redaktion gewährleistet, indem wir das leben und einfach zu unseren obersten Prämissen gehört, sozusagen einerseits diese Richtigkeit und Zuverlässigkeit, die von uns gefordert wird, aber auch diese Objektivität und Ausgewogenheit und Vermeidung von Parteinahme von politischen und wirtschaftlichen Organisationen. Also das hat im Grunde jede Redakteurin, jeder Redakteur, der in der APA beginnt, eigentlich von Anfang an durch die verschiedenen Ausbildungsstufen, die es auch bei uns intern gibt, irgendwie mit der Muttermilch aufgesogen. Das ist Teil der täglichen journalistischen Arbeit. Also wir haben, ich sage mal so, wir haben schon ein paar Experten, die sich darauf spezialisiert haben, auch da spezielle Tools zu nutzen oder auch die Redakteurinnen und Redakteure darin zu schulen, solche Tools zu nutzen. Aber im Grunde passiert Verification und Fact-Checking bei uns bei jedem Journalisten, bei jeder Journalistin einfach in jeder Geschichte, die wir machen. Also so diese klassischen journalistischen Tugenden, Check, Recheck, Double Check, die beinhalten ja eigentlich diese Thematik der Verification und des Faktenchecks. Dann, also so Zahlen oder Unschärfen, das kommt schon mitunter vor. Das ist gar nicht immer unsere eigene Schuld. Das ist auch oft, dass wir falsches Zahlenmaterial schon angeliefert bekommen. Gravierende Faktenfehler haben wir zum Glück nicht. Aber wenn es dazu kommt, dass wir einen Fehler gemacht haben, und wir machen natürlich Fehler, weil alle machen Fehler, dann korrigieren wir das sehr rasch. Wobei es immer wichtig ist, dass wir es auch schnell bemerken oder uns jemand darauf hinweist oder wir kommen selbst drauf, aber dann gibt es eine Korrekturmeldung. Das ist eigentlich seit Jahrzehnten geübte Praxis und ist auch bei anderen Agenturen gang und gäbe. Das lässt sich irgendwie so klar und eindeutig nicht auf die Schnelle beantworten. Ich glaube, also einerseits sind die sozialen Netzwerke eine Quelle, die wir monitoren und die wir unter Beobachtung halten. Wir haben hier beim Mediengipfel auch schon gehört, dass es ja die zunehmende Tendenz gibt, so unter dem Motto des Wiederauflebens der politischen Propaganda und der Parteipresse, die in sozialen Netzwerken sozusagen relativ leichte Wege gefunden hat, direkt an die Bürger auch zu kommen und Bürgerinnen, eine Tendenz des Bypassings, ja, also Medien zu umgehen, um dort direkt kommunizieren zu können. Also das ist einerseits eine Herausforderung, weil da geht es darum, diese Dinge dann auch möglicherweise zu hinterfragen und abzuklopfen auf ihren Realitäts- und Wirklichkeitsgehalt.
Es kommt immer wieder vor, dass dort auch Fake News verbreitet werden, das ist richtig. Da geht es dann auch darum, eben diesen Fake News nicht aufzusitzen und da dann wieder Verification und Faktencheck zu machen, um herauszufinden, was stimmt denn wirklich. Ja, also insofern kann es da und dort auch vorkommen, dass unser Job ist, Dinge richtig zu stellen, die auf sozialen Netzwerken fälschlicherweise verbreitet werden. Das passiert ja auch immer wieder. Ja, es gibt keine Alternative. Also Richtigkeit geht immer vor Schnelligkeit. Also wir haben den Zeitdruck, das ist richtig, aber wir müssen einfach diese Runden drehen, des Checks, Rechecks, Double-Checks, damit wir uns auch sicher sein können, dass wir glaubwürdige, korrekte Informationen liefern. Also letztlich stellt sich die Frage nicht, ob richtig oder schnell, sondern es muss immer richtig sein. Was brauchen wir? Ich glaube, es braucht schon einen wirtschaftlichen Erfolg, damit wir einerseits sicherstellen können, dass wir redaktionell gut arbeiten können und dass wir vor allem redaktionell auch unabhängig arbeiten können. Und Produkte, die sich verkaufen und für die so gut sind, qualitativ und einen Mehrwert bieten, dass unsere Kunden bereit sind, dafür zu zahlen.